Gut, aber ich glaube, dann muss... Oh, shit! Ich glaube, da muss meine Straße hier den Ozean überspannen. Aber da muss ich vorher noch eine Sicherung machen, weil ich nicht will, dass mir die Wasserkante hier abrutscht. So nach Motto, da vorne baue ich dann eine Straße an die Wasserkante ran und dann puff. Rutscht mir ja alles plötzlich ab oder so. Also, dass hier dann plötzlich alles geflutet wird, das will ich nicht. Die Wasserkante hier soll so stehen bleiben. Und ich glaube, sobald ich hier irgendwo einen Block in die Nähe so einer Wasserkante setze, rutscht mir das alles ab. Was da, ein Schaf? Oh. Verarschst du mich? So, wir sind bei 1,45. Mein Rindertimer geht auch nur noch ein paar Minütchen. Das heißt, ich... Ich kümmere mich erstmal wieder um den Weizen. Räum den runter. Dann kümmere ich mich um... okay, ich kümmere mich erstmal hier ums Obst. Dann kümmere ich mich um den Weizen. Dann die Rindviecher. Und dann kümmere ich mich um... Um was denn? Um die Straße noch? Ja. Nee, um die Händler, genau. Um die Villager. So. Halt, Weizen. Ah ne, den, ach stimmt, den habe ich ja gerade erst gemacht. Nein, da schon genau dort. Was, um mein Leben? Meine Zukunft? Achso, worum ich mich kümmere. Hm. Ja, das wäre auch mal ein Ansatz. Mein Leben, meine Zukunft. Ne, erst die Rinder. Und dann die Händler. So, einmal Rinder. Und beim nächsten Mal kann ich dann direkt hier wieder weitermachen. Aber ja, unsere Lederkiste, die füllt sich auch schon ganz gut. So, aus dem Weg. So, die Händler, genau. Erstmal Melonen verkaufen. Dann schnappe ich mir von oben ein bisschen Kohle. Damit ich auch mal eben wieder Kohle verkaufe, die Händler da so ein bisschen ausbeute. Was willst du später mal werden, wenn du groß bist? Eine Bratkartoffel, Pommes? Döner. Zack. Ich will ein Döner werden. Ich identifiziere mich als Döner. So, wer bist du? Der bist du, ja gut, nee. Hier, Fisherman, sei mein Freund. Hast du ein Level-Up? Du bist scheiße. Gut, zu dem Fleischer brauche ich ja nicht gehen. Also Lapdance am Spieß. Wie kommst du jetzt auf Lapdance? Wo ist denn jetzt schon wieder mein Maurer? Da. Kann ich
kann mir eigentlich mal jemand so den Materialwert meiner Kampfi-Bibliothek ausrechnen? Mit den mehreren tausend Steinen, die da drin sind. So, mal die Fackeln hier zusammenlegen. So, der ganze Müll kommt hier mal raus. Ja, Dönerfleisch dreht sich ja auch am Spieß zum Fronttanz an der Stange. Oh, wow. So, gut. Wir haben jetzt einen Portalweg, eine U-Bahn. Jetzt bauen wir die Straße ins nächste Dorf. Und auch interessant, ich habe ja eigentlich so eine Oberlandverbindung erst abgerissen. Weil ich ja die Mauern gezogen habe. Oh wow, hier außerhalb des Dorfs habe ich auch wieder sehr viele FPS. Das Dorf, ich dachte immer, es sind so die Shader und alles, aber es ist, glaube ich, sogar sehr das Dorf, weil da jetzt so viel rumwuselt. Ich müsste vielleicht mal die Hühner dezimieren. Die brauche ich ja eigentlich so gar nicht. Zumindest aktuell. Ich habe doch schon wieder Chiselstone. Warum benutze ich ihn dann nicht? So, und das war's dann auch schon wieder mit meinem Chiselstone. Wie stelle ich denn den her? Ich glaube aus zwei Cleanstone Slabs übereinander, ne? Der Cleanstone habe ich eigentlich auch genug. Da habe ich ja für die Kampfi-Bibliothek eine Menge abgebaut. Und den ganzen Cleanstone habe ich immer noch draußen. Ich könnte eigentlich auch mal die ganze Erde hier. Komm, ich packe auch mal einen Haufen Erde dort in die Ender Chest. Dann kann ich die in Alphaville rausnehmen und in einer Truhe parken. Oh Gott, stellt euch mal vor, das hier ist ja ein 64x64 Texture Pack. Ich habe hier drüben in Alphaville die Kiste gebaut. Aus der 16x16 Minecraft Basis. Stellt euch mal vor, ich hätte die Kiste aus dem 16x16 Ding gebaut. Aus dem 64x64 Ding gebaut. Die Kampfi-Bibliothek ist, glaube ich, knapp 50 Blöcke breit. Etwas über 50, glaube ich. Muss wieder clean werden. Keiner macht den Drogen. Was? Wie kommst du jetzt auf Drogen? Manchmal verstehe ich deine Gedankengänge nicht, Ori. Habe ich noch irgendwo Erde? Ja. Das sag ich schon. Ach Mist, ich wollte auch den Dreck in die Ender Chest packen. Oh wow, da habe ich ja auch Mist gebaut. Da habe ich ja die Steine nicht nach unten durchgezogen. Das muss ich auch noch korrigieren, um Gottes Willen. Dann schmeiß erstmal den Cleanstone hier wieder raus. Und nehm die Erde mit. Oh Gott, wie viel Erde ich hier abgebaut habe, ne? Und wie viel Stein. Das war ja schon echt nicht mehr schön, was ich hier gemacht habe.
Aber ich will das hier auch langsam mal so ein bisschen ausmisten, weil das Ding soll ja nicht ewig hier stehen. Das war ja nur mein Plan, Gerüst, meine Kistenfarm, die ich ja brauchte, während ich hier gebaut habe. So, dann weg mit dem Dreck. Wegen Cleanstone auf, oh Gott. Alles klar. Ich merke schon, warum ich bald ausmache. Ja, noch etwas über 5 Minuten. Also theoretisch 5 Minuten geht der Stream noch. Dann bin ich bei 2 Stunden. Aber praktisch ziehe ich ja ein bisschen länger immer, damit ich da besser die Folgen rausschneiden kann. Meine Gedankenwege sind hoch und mysteriös. Patrick hatte damals gesagt, irgendwie meine Gedankengänge sind mysteriös und komplex. Nee, ist falsch weggeworfen. So, zack. So, war es jetzt so? Nee. Shit. Ich schmeiß ihn jetzt weg. Hey, weg mit den Türen. Kann ich mir das anzeigen lassen? Storm Brick Slaps übereinander. Ich fasse es nicht. Du musst wieder gesund werden. Was, du willst länger ziehen? Bitte keine Linse mehr zeigen? Was? Also Ori, manchmal denke ich mir auch eher, dass du die Finger von den Drogen lassen solltest. Dann fischt in die Gischt. Ach komm schon, wirklich? So, runter. Okay. Schneide ich hier die Erde jetzt weg oder? Ja, komm. Ich grab mich jetzt hier einmal ein bisschen durch. Beziehungsweise ich grab hier erstmal eine Schneise für die Chiselstones. Dann habe ich da ein bisschen Platz verfügbar. Hier kommen die Chiselstones rein. Und dann graben wir hier mal weiter. Mir geht's voll gut, sehe gerade ein sprechendes Eis. Ori, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe ja was, ich hatte ja das letzte Mal drüber gesprochen, dass ich mir aufs Stream Deck einen Command legen muss, den ich einfach nur noch drücke, damit dieser Ausrufezeichen YouTube-Befehl ausgeführt wird. Guck mal. Oh. Ah. Da ist es.
Ich wusste doch, dass es da eine Funktion auf dem Stream Deck gibt. Das habe ich gestern kurz vor meinem Lego-Stream schnell gemacht. Also kurz vor meinem Aufbau-Stream. Kannst du übrigens auch gerne reinschauen. Ich habe gestern den Legusta-Weg 4 angefangen. Lohnt sich natürlich. So, Herr mit der Erde. Herde mit der Erde. Okay, jetzt muss ich mal eben hier die Erde wieder ablegen. Was steht nicht so auf Fisch? Wie kommst du jetzt auf Fisch? Lass du Languste. Oh Gott. Ja, nee. Ligusta, nicht Languste. Ligusta ist so eine Heckensorte. So ein langweiliges Heckengewächs. Du hast doch Langustenweg gesagt. Nee, Ligusta. Ligusta ist ein Gewächs. Ist Langusta nicht ein Krebs? Oh Gott. Ich würde jetzt lieber noch eine Stunde Minecraft streamen, als gleich ins Seminar, ne? Wir hatten ja über Referate gesprochen und letztes Semester hatte ich auch ein Seminar. Selbst auf Anweisung des Dozenten haben die Leute die Referate teilweise nicht hinbekommen. So, der Dozent sagt, wie er es haben will und die Leute so, nope. Einer hatte das Referat zu kurz. Da hat der Dozent dann nochmal erwähnt, wie er das Referat gerne hätte. Und ein paar Wochen später schafft es eine, die die gleiche Leistung erbringen wollte. Und das Referat noch kürzer und unstrukturierter zu machen. Ich glaube, unser Dozent war innerlich am Wein. Und wenn ich dann dran denke, letzte Woche war es dafür... letzte Woche das Referat hat halt wirklich alles... hat jeglichen Fässern sämtliche Böden ausgeschlagen. Da kann es heute schon mal besser werden. Meine Frage, wenn man ein Bild mit einer Kartoffel in dem BH tragen würde, wie würdest du dich fühlen? Die zeigt... Das wäre mir ehrlich gesagt recht egal. Siehst du, da fällt mir ein, ich muss mal Coco anhauen, weil die wollte mir eigentlich einen Discord-Server erstellen. Das ist eine Kartoffel, ja und? Ich hab doch vorhin schon gesagt, ich identifiziere mich als Döner. Oh, sad, Ori ist sad. Gut. Aber wir sind am Ende angekommen. Oh. Ich muss gleich nochmal das Fenster aufreißen, ein bisschen durchlüften, ein bisschen durchatmen. Ein paar andere Projekte schneiden. Oh, ja, doch. Du kannst ja weitere Videos auf meinem Kanal gucken. Ach, übrigens. Ori, weil du ja immer fragst, bis wann ich vorproduziert habe. Deponia Doomsday läuft bis zum 22. August. Minecraft, Folge 760, kommt am 19. Juli raus. Final Fantasy 15 ist bisher vorgeplant bis zum 15. Juli. Aber ich habe noch genug Folgen, um in August reinzukommen. Assassin's Creed Origins ist derzeit bis zum 9. Juli vorgearbeitet. Und auch da habe ich noch einige Folgen, die ich noch nicht bearbeitet habe. Und Horizon Zero Dawn läuft erstmal bis nächste Woche, weil ich da... Ja, halt auch die Folgen noch nicht fertig produziert habe. Mittelerde des Schatten des Krieges habe ich genauso einige Folgen noch auf Vorrat, die ich halt noch nicht fertig gearbeitet habe.
Wir rufen jetzt an. Ah, meine Tante. Gut, ich bedanke mich dann erstmal wieder bei allen fürs Zusehen. Danke. Entschuldigung, Schluck auf. Danke an 18 Sankt Soguta für den Follow. Und danke an Ori für die rege Teilnahme im Chat. Da habe ich mich wieder sehr gefreut. Kann ich wieder heute ein bisschen Bullshit labern. Und ein bisschen Bullshit bauen. Genau. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Nachmittag. Danke für den Stream. Ja, sehr gerne. Du weißt doch, ich streame ja gerne. Gerne auch nur für einen. Danke für den schönen Nachmittag. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Bis dann und ciao, ciao.